Am 5. September fand die Segelregatta Rund Hannibal im Zuge des Ostseecups 2020 in Wismar statt. Gestartet sind die Einrumpfjachten in der Wismar Bucht vor Hoben. Veranstalter dieser Regatta war der Yachtclub Wismar 61 e.V. Dieser wurde 1988 erbaut und gehört, gemessen an den Mitgliederzahlen, zu den größten Segelvereinen in Mecklenburg-Vorpommern. Alle Boote segelten einen festgelegten Kurs. Auf dieser Strecke befindet sich auch das Flach Hannibal, eine Untiefe, die es zu umfahren galt. In diesem Jahr war der junge Segler Tim Eigendorf einer der Teilnehmer. Er ist Mitglied im Yachtclub Wismar 61 e.V. und war mit seiner Crew dabei. Der Sportler fühlte sich fit und war motiviert zu segeln. Also die Bedingungen heute sind relativ gut. Wir haben relativ mittleren Wind. Für unser Schiff ist es ein bisschen zu viel. Wir sind ein Leichtwindschiff. Und Sonne würde ich mir auch noch wünschen. Regen könnte man abstellen. Aber da haben wir noch ein bisschen Chance, dass es noch was wird. Heute Start wird nachher hier sein, verhoben hinten. Da wird die Startlinie sein. Dann geht es einmal raus bis Timmendorf. Und dann ist da eine Untiefe im Wasser, Rund Hannibal. Also die Regatta heißt Rund Hannibal. Und das ist die Untiefe heißt Hannibal. Und da segeln wir einmal rum. Das sind ungefähr 30 Seemeilen. Und ich denke mal, dann sind wir so in 5 bis 6 Stunden wieder zurück im Hafen. Dietmar Püschel ist ein erfahrener Segler. Die Crew und er machten das Schiff klar für die Regatta. Er segelt bereits seit 40 Jahren beim Yachtclub Wismar 61 e.V. Für Dietmar Püschel ist es wichtig, dabei zu sein und Spaß zu haben. Dennoch sollte man die Strecke nicht unterschätzen. Der Start ist für die ersten Jahr um 11 Uhr. Wir sind dann um 11.05 Uhr dran mit dem zweiten Start mit der Gruppe 2. Und dann geht es ja ziemlich weit raus. Wir segeln die Rund Hannibal. Das heißt, das geht bis zur Pilot Wismar, die erste Tonne des Fahrwassers draußen. Und dann noch mal rüber bis zum Offentief. Das wird ziemlich harter Weg gegen an sein, gegen Wind und Welle. Die Regatta Rund Hannibal war für alle Segler aufregend. Viel Wind, blauer Himmel und Sonne, aber auch Regen und starke Böen begleiteten die Schiffe während des Turns. Alle Teilnehmer sind wieder gut zurückgekommen und freuen sich schon auf kommende Segelevents.